Hey, ihr da drin, ihr könnt nicht entkommen. Wenn ihr nicht in 10 Sekunden draußen seid, wird scharf geschossen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Eure letzte Chance. Okay, Feuer frei, Leute. Monsieur Hercule Poirot ist ein sehr guter Freund von mir. Er hat der türkischen Regierung einen großen Dienst von internationaler Bedeutung erwiesen. Nun wurde er vom Premierminister persönlich aufgefordert, sofort nach Großbritannien zurückzukehren. Erst gestern Abend habe ich, Marcel Buss, noch mit ihm gespeist und meinem Freund im heutigen Zug einen Platz zugesichert. Ich vertraue Ihnen Monsieur Poirot an, Mademoiselle Marceau. Beschaffen Sie ihm ein Abteil mit höchstem Komfort und erfüllen Sie ihm seine Wünsche. Ich verlasse mich auf Sie. Wenn Sie sich bewähren, werde ich über Ihr Beförderungsgesuch, das Sie mir jede Woche vorlegen, nachdenken. Falls Sie versagen, dürfen Sie sich die restliche Zeit, die Sie noch bei mir tätig sind, als Bürogehilfin vergnügen. Monsieur Poirot. Na schön, Antoinette. Das ist die Chance, auf die du so lange gewartet hast. Du hast dein Schicksal selbst in der Hand. Monsieur Poirot? Dieser Dummkopf versucht mir ein minderwertiges Hackebeil zu verkaufen. Sagen Sie ihm, welches das bessere Hackebeil ist. Das Hackebeil in Ihrer linken Hand. Ah, wenigstens eine, die deutschen Edelstahl erkennt, wenn sie ihn sieht. Ich habe keine Zeit, mich umzusehen. Ich muss zum Bahnhof kommen. Monsieur Poirot? Ich habe keine Zeit, mich umzusehen. Ich muss zum Bahnhof kommen. Monsieur Poirot? Hören Sie, Foscarelli, ich bin viel gereist. Ich sage Ihnen, Fliesen aus Kütahya sind die schönsten in der Türkei. Und ich sage Ihnen, dass es die Fliesen aus Isnik sind. Das sind die ältesten und schönsten im Osmanischen Reich. Sicher, sie sind ziemlich beeindruckend, aber die Kütahya-Fliesen sind schöner. Ich bin sicher, dass hier im Bazar welche verkauft werden, die das bestätigen würden. Gentlemen, bitte, darf ich durch? Was haben wir denn hier? Junge Dame, klären Sie die Streitfrage. Sie kennen doch die berühmten Keramikfliesen. Ja, natürlich. Ich wohne in Istanbul, aber... Wir müssen hier auf den Gepäckträger warten. Besorgen Sie uns eine Fliese aus Kütahya. Und eine aus Isnik.
Leihen Sie sich welche aus. Sie müssen sie nicht kaufen. Was fällt Ihnen ein, mich um so etwas zu bitten? Es geht ums Prinzip, Miss. Dafür habe ich keine Zeit. Dann erlauben Sie uns, die Diskussion ohne Sie fortzusetzen. Tja, das werde ich mir kurz ausleihen. Aber ich muss es schnell zurückbringen. Sie kommt zurück. Vielleicht können wir es jetzt klären. Haben Sie uns eine Fliese aus Kütahya mitgebracht? Oder eine aus Isnik? Hier ist eine Schale aus Kütahya. Sie ist natürlich die bessere. Na also, meine Worte. Danke, junge Dame. Jetzt können wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Zum Beispiel den Brunnen, über die wir vorhin sprachen. Monsieur Poirot? Vorsicht, Fräulein! Wissen Sie nicht, dass das die Fürstin Dragomirov ist? Beruhigen Sie sich, Schmidt. So zerbrechlich bin ich nun auch nicht. Sprechen Sie mit mir nicht in diesem Ton. Sie sollten sich lieber bemühen, Ihren Passagieren zu helfen. Ihre Durchlaucht hat ihren Sonnenschirm verloren. Wir suchen danach, um sie vor der Sonne zu schützen, wissen Sie. Sie kann bestimmt irgendwo in der Nähe einen anderen kaufen. Einen für eine Fürstin passenden Sonnenschirm? Hier? Wohl kaum. Ich bedauere aufrichtig, Fürstin, aber ich bin in großer Eile. Das ist Ihre Generation häufig. Ich verweile hier nicht zum Vergnügen. Ich habe meinen Sonnenschirm verloren. Ich weiß nicht, wo ich ihn stehen gelassen habe. Tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Könnten Sie uns helfen, danach zu suchen? Ich bin nicht mehr so beweglich wie früher. Und Schmidt regt sich lieber auf, statt danach zu suchen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Was frisst diese Ziege? Ist das vielleicht der Sonnenschirm? Aber ja! Dankeschön, Fräulein. Wenn es eurer Durchlaucht recht ist, wir sollten jetzt in den Zug einsteigen. Ich muss noch ein Armband gegen meine Arthritis kaufen, Schmidt. Es bleibt noch viel Zeit bis zu... Oh, bitte, europäisches Fräulein. Ich muss den Zug erreichen. Den Zug nach Calais, aber ich bin hier so orientierungslos. Die Hitze, die ausländischen Menschen, ich bete für einen Wegweiser. Aber ich weiß, das ist frivol und schwach und Gott erhört solche Gebete nicht. Wenn Sie mitkommen, bringe ich Sie in den Zug. Oh, danke. Sie sind meine Wegweiserin, die Gott an mich sendet. Ja, bringen Sie mich in den Zug, bitte. Ich darf den Zug nicht verpassen, der Istanbul an diesem Tag verlässt. Ich bin Greta Olsen, Hausmutter in kleine missionarische Schule, nahe vom Hafen von Gemlik. Ich sorge für die Kinder, die haben ihren Weg verloren. Hector, achten Sie darauf, dass die Statue vor der Abfahrt sicher verstaut wird. Ja, Mr. Ratchet. An wen verkaufen die diese Keramiken? Touristen, nehme ich an.
Na gut, wenigstens sieht der Staub authentisch aus. Entschuldigen Sie uns bitte. Na hallo. Bitte uns nicht aufzuhalten. Der Zug wird ohne mich abfahren. Französin, oder? Reisen Sie mit uns heute Abend? Ja, würden Sie uns bitte entschuldigen? Wozu die Eile? Wir haben viel Zeit, gemeinsame Reisende und so weiter. Viel Zeit, um sich kennenzulernen. Muss ich die Polizei holen? Nein, dazu besteht kein Grund. Wir sehen uns bestimmt wieder. Der Marmorboden zeigt trotz der vielen tausend Passagiere kaum Abnutzungserscheinungen. Mary? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Wenn alles vorbei ist. Wenn wir es hinter uns haben. Dann. Na, worauf warten Sie? Lassen Sie sich durch uns nicht aufhalten. Die Fahrkarte bitte. Ohne Fahrkarte darf niemand einsteigen. Ich muss nach meinen Sachen sehen. Alles, es geht verloren. Aber ich muss heute Abend nach London. Es ist von größter Wichtigkeit. Mein Freund Monsieur Booth, Direktor der Eisenbahn, hat mir ein Abteil im Kurswagen Calais zugesichert. Tut mir leid, Monsieur. Es ist unglaublich. Es ist Nebensaison, doch alle Welt will heute Abend fahren. Es ist kein einziges Abteil frei. Pardon, Monsieur. Ich bin Antoinette Marceau vom Istanbuler Büro. Geht es Ihnen gut, Mademoiselle Marceau? Sie sind ganz errötet und außer Atem. Mir geht es bestens. Es war etwas schwierig, den Zug zu erreichen. Aber er steht doch noch. Mademoiselle, sagen Sie bitte dem Herrn, dass der Kurswagen Calais voll ist. Wie ist Ihr Name? Pierre Michel, Mademoiselle. Ich habe Ihren Namen auf Berichten gesehen. Sie gelten bei der Gesellschaft als äußerst zuverlässig. Danke, Mademoiselle Marceau. Ich bemühe mich immer, meinen Passagieren stets zu dienen. Dann bemühen Sie sich jetzt, Pierre. Vielleicht könnte Monsieur für den Anfang seiner Reise im Salonwagen sitzen. Geben Sie Monsieur Poirot bitte Abteil 16. Es ist besetzt, Mademoiselle. Aber Abteil 16 wird immer für solche Notfälle reserviert. Nichtsdestotrotz. Heute Abend ist es von einem amerikanischen Herrn besetzt. Von einem Monsieur Hartman. Das hört sich nach einem Mann an, der nicht mit sich spaßen lässt. Wir müssen ein Abteil für Monsieur Poirot finden.